Das sind die WF-1000 XM5, Sonys neuesten In-Ear-Kopfhörer in der oberen Preisklasse. Über den Vorgänger, die XM4, habe ich bereits im letzten Jahr ein Video produziert. Nun schauen wir uns an, was sich alles verändert hat und vergleichen sie außerdem mit den AirPods Pro der zweiten Generation, um einfach mal zu gucken, welche Kopfhörer hier besser abschneiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! Die neuen XM5er sind 25% kompakter und mit 5,9 Gramm pro Kopfhörer knapp 1 Gramm leichter als beim Vorgänger. Zudem wirken die Kopfhörer durch ihre neue Form nochmal etwas moderner. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass sie nicht mehr wie die XM4er vollständig matt sind, sondern nur noch eine matte Rückseite besitzen, wobei die Seiten nun glänzend sind. Dies führt dazu, dass man leichter abrutscht, wenn man sie aus dem Case holen möchte, da sie nun auch an der Oberseite etwas schmaler zusammenlaufen. Zumal ist eine glänzende Oberfläche auch nochmal deutlich anfälliger für Fingerabdrücke. Insgesamt bin ich mit dem Design aber zufrieden. Ähnlich wie die AirPods Pro haben die Aufsätze jetzt ein Mesh-Gitter am Ausgang. Die Kopfhörer kommen in den Farben Schwarz und Silber, was wie beim Vorgänger wieder diese Sandsteinfarbe ist, die ihr hier seht. Zudem haben die Kopfhörer eine IPX4-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie spritzwassergeschützt sind. Das Case der XM5er ist nochmal etwas schlanker geworden, was mir wirklich sehr gut gefällt. Es hat wie beim Vorgänger wieder eine matte Kunststoffoberfläche, welche sich an die Farbe der Kopfhörer anpasst. Ein besonderes Merkmal im Vergleich zum XM4 Case sind die abgerundeten Kanten, die das Ganze irgendwie nochmal eleganter machen. Im Vergleich zum Case der AirPods Pro ist es zwar immer noch ein klein wenig dicker, aber der Schritt geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und es passt bei mir nun auch besser in die Hosentasche. Leider ist auch das Plastik am Deckel für mein Empfinden immer noch ein wenig zu dünn, was man besonders beim Zumachen merkt. Aufgeladen wird das Case über USB-C oder per Wireless Charging. Aber lass uns jetzt mal über das Noise Cancelling sprechen, denn das war ja die Königsdisziplin des Vorgängers. Die XM4er können bis heute fast allen In-Ear-Kopfhörern in diesem Preissegment das Wasser reichen. Der Grund hierfür ist die Kombination von hochwertigem Akustikschaumstoff, der sich in den Ohren praktisch aufplustert, und einer generell sehr guten Noise Cancelling-Technologie. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Sony mit den neuen XM5ern hier nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Und tatsächlich ist das Noise Cancelling durch ein weiteres Mikrofon und einem neuen Prozessor nochmal etwas besser geworden, auch wenn der Unterschied jetzt nicht wirklich groß ist. Wenn du viel Wert auf gutes Noise Cancelling legst, dann ist es vor allem wichtig zu erwähnen, dass sich auch die Art des Noise Cancellings unterscheidet. Bei den AirPods Pro 2 erhält man zum Beispiel ein Noise Cancelling, was hohe Töne deutlich weniger stark rausfiltert als Tiefe. Die XM5er dichten hohe Töne dagegen besser ab und sind vor allem im mittleren Frequenzbereich sehr stark. Kleiner Einschub, falls dir das Video bis hierhin gefällt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du mir schnell mal ein Like da lassen würdest und vielleicht sogar auch auf den Abonnieren-Button drückst. Damit würdest du mich und diesen Kanal wirklich sehr supporten. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung und weiter geht's mit der Klangqualität. Die XM5 klingen ziemlich gut. Sie bieten ein ausgewogenes und präzises Klangbild und liefern den charakteristisch warmen Sony-Sound mit einer subtilen Betonung im Bassbereich. Die Stimmfrequenzen werden durch eine leichte Anhebung besonders klar und deutlich wiedergegeben, was vor allem beim Gesang positiv auffällt. Insgesamt macht es einfach Freude, mit ihnen Musik zu hören. Zusätzlich verfügen sie über eine 360-Grad-Audio-Funktion, die nun auch Kopftracking unterstützt, wodurch ein immersives Klangerlebnis erzeugt wird und man den Eindruck hat, dass man sich mitten in der Musik befindet. Dies hat auch relativ gut funktioniert, erfordert jedoch leider etwas unüblichere Musik-Apps, wie zum Beispiel Tidal, und auch dann ist die Auswahl der Songs eher begrenzt. Mit Spotify und Apple Music ist dies aktuell leider nicht möglich. Im Vergleich zu den XM4-Modellen fällt auf, dass die Sony WF-1000 XM5-Kopfhörer einige Unterschiede aufweisen. Obwohl sich auch die XM4er klangtechnisch auf einem sehr hohen Level befinden, wirkt der Bass der XM5er im Standardklangprofil nochmal etwas kräftiger, während sie im oberen Frequenzbereich gleichzeitig ein klein wenig sanfter klingen. Verglichen mit den AirPods Pro 2 klingen die XM5 meiner Meinung nach nochmal ein Stückchen besser. Bei einer relativ gleichen Klarheit ist der Klang hier einfach nochmal ein Stückchen voluminöser. Ich finde, man könnte behaupten, dass das, was die Sonys an Soundqualität draufpacken, die AirPods Pro 2 mit einem besseren Tragegefühl wieder wettmachen. Und deswegen würde ich sagen, reden wir mal darüber. Der Tragekomfort war definitiv der größte Kritikpunkt bei den Vorgängermodellen, da man die Kopfhörer aufgrund des Akustikschaumstoffs immer deutlich im Ohr gespürt hat. Die XM5er haben einen etwas dünneren Schaumstoff spendiert bekommen und auch wenn sie immer noch nicht an die AirPods Pro oder auch die Libra Tones rankommen, spürt man hier einen deutlichen Fortschritt. Für mich persönlich sind es die idealen Kopfhörer für das Fitnessstudio, da man durch ihr gutes Noise Cancelling und ihrem voluminösen Klang wenig bis gar nichts von den Außengeräuschen mitbekommt und mir dort der etwas festere Sitz absolut nichts ausmacht, da ich mich auf die Übungen fokussiere. Die App ist sehr übersichtlich und bietet eine Menge Einstellungsmöglichkeiten. Unter dem Systemreiter könnt ihr die Bedienung der Kopfhörer einstellen, also welche Funktion bei einem oder mehrfachem Fingertipp oder auch langem Gedrückthalten ausgeführt werden soll. Neu hinzugekommen ist eine Tippgeste zur Anpassung der Lautstärke, denn ab dem vierten Tippen passt sich die
Lautstärke schrittweise an und jeder weitere Tipp löst dann eine weitere Lautstärkestufe aus. Das funktioniert auch relativ gut, ich finde es aber irgendwie ein bisschen umständlich und fände eine Wischgeste so nach oben oder nach unten zur Regulierung der Lautstärke nochmal ein bisschen angenehmer. Die XM5-Kopfhörer kommen mit Bluetooth 5.3 und unterstützen Multipoint-Verbindungen, was bedeutet, dass man sie mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln kann. Dieses Feature wurde allerdings auch schon bei den Vorgängern nachgeliefert. Wie inzwischen auch bei vielen anderen In-Ear-Kopfhörern ist das Feature Spotify Tap dazu gekommen. Indem ihr zweimal auf den linken Kopfhörer tippt, startet die App automatisch den letzten Song, den ihr bei Spotify gehört habt, auch wenn die App vorher geschlossen war. Dies ist wirklich eine nützliche Funktion, die ich häufig verwendet habe. Obwohl die Abmessungen des Gehäuses kleiner geworden sind, hat Sony es geschafft, die Akkulaufzeit der WF-1000 XM5 Kopfhörer zu optimieren. Sony gibt 8 Stunden pro Kopfhörerladung mit eingeschaltetem Noise Cancelling an. Ich kam, wenn das ANC dauerhaft an war, im Durchschnitt auf ca. 7 Stunden Musik hören. Mit dem Case sind nochmal 2 weitere Ladungen möglich, was bei voller Ladung von Case und Kopfhörern zu einer maximalen Hördauer von 21 Stunden führt. Die Gesamtdauer für eine vollständige Aufladung der In-Ears und des Cases hat bei mir ca. 1 Stunde 40 gedauert. Über die Schnellladefunktion kann man in 15 Minuten eine Wiederaufladung von ca. 40% erreichen, was schon ziemlich beeindruckend ist. Zudem erhalten Sie mit nur 3 Minuten Schnellladen bis zu 60 Minuten Wiedergabezeit, was auch ein Top-Wert ist, da die meisten Konkurrenten hierfür eher 5 Minuten brauchen. Der Lieferumfang ist relativ unspektakulär. Die Verpackung besteht zu 100% aus Papier und neben den Kopfhörern gibt es ein USB-C auf USB-A-Kabel, ein paar Anleitungen und 3 weitere Schaumstoffaufsätze, wodurch wir hier insgesamt zwischen 4 Größen entscheiden können. Aktuell beträgt der Preis noch 319 Euro, was nochmal 40 Euro mehr ist als der Startpreis der XM4er. Die silberne Variante der XM4er gibt es bei Amazon aktuell für 205 Euro. Wer sich versucht zwischen den XM5ern und XM4ern zu entscheiden, dem würde ich aktuell eher das Vorgängermodell empfehlen. Wenn der Preis nochmal um mehr als 50 Euro fallen sollte, dann würde ich wahrscheinlich eher zu den XM5ern raten. Aber auch generell macht man mit den XM5ern nichts falsch. Es sind wirklich super Kopfhörer und vielleicht sind es sogar die besten In-Ear-Kopfhörer in diesem Preissegment. So, was ihr jetzt hört, ist das interne Mikrofon der In-Ear-Kopfhörer. Es ist nicht die beste Qualität. Ich meine, sie muss natürlich auch irgendwie Störgeräusche, Windgeräusche, vor allem auch hier draußen rausfiltern. Aber dennoch würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Mikrofone in den In-Ear-Kopfhörern mal ein bisschen besser werden. Gerade heutzutage, wo man viel mit Zoom kommuniziert. Das wäre schon echt nice, wenn die da nochmal eine Schippe drauflegen könnten in Zukunft. So, und an der Stelle würde mich jetzt noch interessieren, was du eigentlich für In-Ear-Kopfhörer verwendest. Schreib mir das doch gern mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Enjoy, mach's gut, ciao, ciao.